Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Freue mich heute, ich habe einen, jetzt hätte ich fast gesagt, alten Wegbegleiter, aber so alt ist er noch gar nicht, einen langjährigen Wegbegleiter am Start, den viele in der Szene kennen werden. Und ich habe von ihm, über ihn noch nie was Schlechtes gehört. Das muss ich auch mal sagen, das passiert ja nicht immer. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, schwierig oder irgendwie sowas im Vertrauen, bei ihm noch nie. Ein sehr geschätzter Mensch. Was mich aber auch nicht wundert, weil er umgekehrt selber extrem wertschätzend unterwegs ist, über all die Touchpoints, die ich im Laufe der Jahre mit ihm hatte. So, nach all dem Vorgetöse freue ich auch, mich jetzt sehr oft lösen zu dürfen. Am Start ist heute Henrik Zaborowski. Herzlich willkommen, Henrik. Gero, so ein Intro hatte ich jetzt, glaube ich, wirklich auch noch nie. Vielen, vielen Dank. Ich bin geflasht. Aber es passt gut, weil du seit Jahren, finde ich, aus der Ferne betrachtet, manchmal auch aus der Nähe, eigentlich sozusagen stehst für Menschlichkeit, für Wertschätzung, für Dinge mit Sinn und Verstand, aber auch Emotionen. Und das ist eine tolle Mischung, gerade wenn man sich spezialisiert hat auf das ganze Thema Recruiting, was du ja machst. Und da hilft diese Mischung auf jeden Fall auch. Ich glaube, das passt und ist am Ende auch die Mischung, glaube ich, die erforderlich ist, ne? In den Zeiten, in denen wir sind und noch mehr in den Zeiten, in die wir uns weiter reinbewegen. Stichwort Arbeitskraftmangel, Digitalisierung und all das. Genau. In der Tat, in der Tat. Ich glaube, da sind so Leute wie wir beide offen, zumindest vom Persönlichkeitskonzept her auf einem ganz guten Weg. Ja, das wollen wir das mal hoffen, aber das glaube ich auch und ist ja vielleicht auch so, dass man sich vielleicht auch irgendwann entschieden hat, gar keine Rolle zu spielen. Also ich nehme dich immer als Henrik Zaborowski wahr, in allen Situationen, wo ich dich bisher wahrgenommen habe. Das ist nicht immer so, ne? Manchmal spielen Leute eine Rolle, das merkt man dann auch. Gut, wenn das für deren Konzept passt, ist es in Ordnung. Ich habe mich vor langer Zeit schon entschieden, das nicht zu tun und fahre auch damit ganz gut. Aber wir wollen gar nicht über mich quatschen, sondern wir wollen natürlich über das reden, was du so machst. Ich habe deine Webseite hier auf. Ja. Die hat sich verändert im Laufe der Zeit mehrfach, aber im Moment ein wunderschönes Bild, was mich total animieren würde, dort jetzt Gravel-Bike fahren zu gehen. Ein wunderschönes Kornfeld mit einem kleinen Weg drin. Und aber wichtiger ist, glaube ich, das, was draufsteht. Nachhaltiges Recruiting mit Henrik Zaborowski und Team. Spezialisiert auf CSR, HR und Tech-Positionen. Und ja, das ganze Thema Nachhaltigkeit beschäftigt dich sehr, ne? In der Tat, tatsächlich fairerweise, aber auch noch nicht so lange, also faktisch eigentlich seit 2023 oder, ja stimmt nicht, Herbst 2022. Aus einer privaten Sicht natürlich, weil ich denke, ne, unser Klimawandel und so, also wir müssen was tun. Ich bin inzwischen Veganer, gar nicht wegen des Tierleids, also das hat mich nie genug gestört. Darf man jetzt auch eigentlich nicht zu laut sagen, aber tatsächlich habe ich einen Podcast gehört über die Folgen der Massentierhaltung auf das Klima und habe gesagt, so, das geht nicht mehr. Ne? Also aus diesem Grund kann ich kein Fleisch mehr essen. War ein etwas steiniger Weg, aber ging. Und dann habe ich natürlich auch einen beruflichen Blick auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, weil ich denke, ja, wir müssen ja unsere Wirtschaft muss ja weiterlaufen, aber die darf ja nicht mit Geschäftsmodellen weiterlaufen, die unser Klima kaputt machen. Ja? Also das heißt, wir müssen unsere Wirtschaft umbauen und wir müssen die Dinge jetzt schon ändern, die wir ohne Probleme ändern können. Kommen wir ja gleich noch drauf. Und meine Wahrnehmung war immer, dass ähnlich wie es mir ja vor noch 2 Jahren so ging, dass die meisten Menschen aus meinem Netzwerk das Thema überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Ne? Und da habe ich halt gesagt, das war ja auch der Moment, wo ich meinen Podcast umgestellt habe, waren auch nicht alle begeistert, weg von reinem Recruiting hin auf mit HR und CSR die Welt retten, weil ich halt gesagt habe, mir ist das Thema zu wichtig. Ne? Wir müssen da so ein bisschen mehr Input reinbringen und das Thema publik machen. Ne? Genau.
So, und so bin ich jetzt seit etwas über einem Jahr, beschäftige ich mich damit. Und klar, dass ich dann natürlich als Personalberatung auch sage, das ist uns wichtig, wobei das ja ein weites Feld ist, ist dann auch klar, genau. Ich finde das einerseits bewundernswert, sozusagen diesen Blick nicht nur zu haben, weil das sehen viele so, ich würde mich mal mit reinrechnen, und trotzdem, wenn ich über mich selber nachdenke, ja, in Maßen versuche ich mein Verhalten auch entsprechend zu adaptieren. Das geht aber nicht so weit wie bei dir, dass ich quasi meinen Ernährungsstil aufgrund des Klimawandels umgestellt hätte oder so. Das ist also jetzt ja auch, denke ich, nur ein Beispiel, also, wo es halt sehr, sehr deutlich spürbar wird. Du wirst ja wahrscheinlich andere Themen in deinem privaten Kontext auch verändern. Ja gut, du hast natürlich, also da gibt es ja viel, ne? Aber ich, also Thema Reisen, Fliegen, also ne, Auto, ich meine, gut, ich fahre auch noch einen Benziner, weil ich mir im Moment kein E-Auto leisten kann und so und auch gar keine Möglichkeit hätte, den zu laden und das so. Das mache, ne? Also, ich immerhin schon. Siehst du, also guck mal, so schlimm bist du ja gar nicht. Ja, wobei der ökologische Abdruck, egal. Also ja, genau, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Also wir sind ja so gepolt als Gesellschaft, wie ist dein Fußabdruck? Ne? Also fahr nicht mit dem Auto, geh zu Fuß und so. Und wer erzählt uns das? Ja, die Erdölindustrie, die eigentlich die schlimmsten Sünder sind. Ne? Also, und jetzt, wenn jetzt jeder Einzelne etwas ändert, das frustriert dich ja auch nur, ne? Weil dann gucke ich mir meine Nachbarn an und die fliegen viermal im Jahr in die Südsee. Und dann denke ich, ja, da kann ich ja noch so viel zu Hause bleiben. Ne? So. Nee, wir müssen als Wirtschaft und wir müssen als Arbeitgeber, haben wir einen ganz anderen Hebel, ja. Und da müssen wir ran. Und das ist ein großes Herzensanliegen von mir, da wirklich Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, so liebe HRlerinnen, was könnt ihr tun in eurer Position? Aber geht natürlich darüber hinaus, liebes Top-Management, was könnt ihr tun, um als Arbeitgeber nachhaltiger zu sein? Und dann verändert ihr ja automatisch auch das Bewusstsein eurer Mitarbeiterinnen. Ja? So, also das wäre so ein Ansatz. Ne? Also wir müssen ein bisschen größer denken, weil sonst gehst du ja kaputt, wenn du als Einzelner dann überlegst du dir ständig, was du jetzt einkaufst und sowas. Ist das auch wirklich nachhaltig? Und ja. Also, ja, wobei natürlich auch da irgendwie einiges losgeht. Wenn das alle täten, wird es ja auch helfen. Natürlich. Und dann kommt man ganz schnell in so Diskussionen, wenn ganz Deutschland sich so verhält, aber China sich anders verhält, dann haben wir immer noch ein Problem. Also kann man das von klein, ja schon. So kannst du das von klein nach groß immer weiter drehen. Das ändert ja nichts daran, dass ein nachhaltiges Verhalten erstmal besser ist als ein nicht nachhaltiges Verhalten. Genau. Egal. Und wenn du dir China anguckst, im Bereich erneuerbare Energien und sowas, die sind uns ja Meilen voraus. Also die haben es ja auch verstanden. Die leiden genauso unter dem Klimawandel wie wir. Das wird immer gerne behauptet. Die machen ja gar nichts. Völliger Quatsch. Ne? Aber dann muss man sich halt damit beschäftigen. Und genau. Also wären wir jetzt beim Populismus und dann wären wir jetzt bei. Ich wollte gerade auch sagen, das ist zwar spannend, aber das ist ja immer hier noch so ein Podcast, wo es auch um HR geht. Und das ist, glaube ich, ganz spannend. Also wenn man sich dem ganzen Thema da mal nähert. Welche Rolle hat denn eigentlich HR aus deiner Perspektive, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? Kann HR, kann Recruiting da einwirken? Wenn ja, wo sind die Hebel aus deiner Sicht? Ja, also zum einen ist HR für mich so eine klassische Schnittstellenposition, wie ja auch so die Nachhaltigkeitsmanager. Ne? Die agieren mit allen Abteilungen, HR ja auch. HR kennt jeden. Ne? So. Und das ist natürlich auch schon mal eine Möglichkeit, um Menschen miteinander zu vernetzen in einem Unternehmen und zu sagen, hey, ich weiß von Müller in der Produktion, dass dem das Thema nachhaltig wichtig ist, und ich weiß von Meyer in Controlling, dann lass uns die doch mal zusammenbringen, ne? Weil die wissen nichts voneinander. So, aber HR ist ja immer so eine Zentralfunktion schon immer gewesen. Das wäre das eine, überhaupt mal Leute vernetzen und natürlich auch ans Top-Management heranzugehen und zu sagen, pass mal auf, liebe Leute, ganz ehrlich, also das lässt sich jetzt statistisch nicht beweisen und ich glaube, da sind wir auch wirklich noch nicht. Aber wenn wir in 10 Jahren immer noch ein Geschäftsmodell fahren, mit dem wir nachweislich unsere Umwelt zerstören, wird es, glaube ich, schwierig für uns noch Talente zu finden. Weil irgendwann haben es, ich würde mal sagen, 70% der Menschen haben es irgendwann begriffen und dann achten die da drauf. Ne? So, abgesehen davon, dass ich es ja auch aufgrund von EU-Gesetzen und sowas auch machen muss. Aber es wäre ja viel schöner, wenn ich als HRler mit diesem positiven Blick auf mein Top-Management zugehen kann. Also das wäre mal so das eine. Da sind wir bei Kommunikation, bei Bewusstsein.
Ganz praktisch kann ich es natürlich auch machen, indem ich zum Beispiel allein so ein Thema betriebliche Altersvorsorge. Ja, natürlich kann ich das bei irgendeinem klassischen mit drei Buchstaben Finanzvertriebler abschließen und dann wird das Geld halt in irgendwelche Aktiendepots gesteckt, die halt alles sind, aber mit Sicherheit nicht nachhaltig, sondern renditestark. Oder ich gehe halt zu einer nachweislich nachhaltigen Bank und sage, ich möchte wirklich hier in euer Portfolio investieren. Und nur das biete ich halt auch meinen Mitarbeiterinnen an. Ne? So. Das hat schon mal wieder echte Auswirkungen in Form von, wo geht das Geld hin? Aber ich stärke natürlich auch das Bewusstsein meiner Mitarbeiterin. Oder auch das ganze Thema Benefits. Ne? Also ich habe immer wieder, es gibt ja diese ganzen Plattformen, du kennst die wahrscheinlich besser aus, du kennst ja die ganzen Startups, ne? Die dann sagen, hier, du kannst hier aus dem Benefit-Pool können deine Mitarbeiterinnen alles was aussuchen. Ich sage mal, ich will aber nicht, dass die ich sehe da keinen Sinn drin, dass die jetzt bei Rewe oder bei Penny oder bei Adidas ja irgendwas kaufen können. Gibt es da nicht was Nachhaltiges? Ja, gibt es. Ne? Jetzt die Gutcard zum Beispiel. Und dann kriegen meine Mitarbeiter 50 Euro, wo sie nur in nachhaltigen Shops einkaufen können, um dann wiederum zu sehen, ey, das ist ja ein total cooler Laden oder den kannte ich noch gar nicht oder ich würde jetzt nie im Leben bei Alnatura einkaufen, aber die 50 Euro netto, die habe ich ja vom Henrik, jetzt dafür gebe ich die mal aus. Ja, sonst ist mir das zu teuer. Und damit änderst du auch ein bisschen Bewusstsein und gibst Möglichkeiten und eröffnest Chancen, dass die Leute überhaupt mal was kennenlernen, was anderes. Ne? Mhm. Und ich glaube, da hat HR eine ganz, ganz große Hebelwirkung. Und letzter Punkt, weil ich da gerade einen spannenden Podcast so hatte zu etwas, wo ich im Leben nicht drauf gekommen wäre. Jemand, der für mehr Energieeffizienz in der Produktion sorgt und der sagt, wenn du deinen Mitarbeitern in der Produktion mal das Bewusstsein schärfst, da läuft seit 30 Jahren der große Motor, der irgendwas da, ne, irgendeine Maschine mit Strom oder sonst was versorgt, den kann man ganz einfach energiesparender optimieren. Nur deine Mitarbeiter in der Produktion, die müssen es halt auch auf dem Schirm haben. Ja? Reg das mal an, gib dem mal die Freiheit, den Freiraum auch mal da 10 Minuten drüber nachzudenken und dann im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses oder Vorschlagswesens oder sowas. So, auch das kann HR ja anregen, weil die Produktion, der Leiter Produktion sagt, ey, Hauptsache hier läuft alles. Ja, mal ganz überspitzt gesagt. Also verschiedene Hebel. Absolut. Ist das so, dass du direkt so Unternehmen vom inneren Auge hast oder sagst, ja, und die machen das schon so? Muss ja gar keine Namen nennen, aber aus der Beratung bei dir? Ja, also wir haben natürlich glücklicherweise, wir haben einen Kunden, der jetzt gerade auch ein Schulungszentrum, das als nachhaltigstes und innovativstes Schulungszentrum in Europa ausgezeichnet wurde, die natürlich auch im vom Kernprodukt her in der Bauimmobilienbranche drinstecken und das natürlich nochmal ganz anders auf dem Schirm haben, ne, als jetzt viele andere Branchen. Du hast natürlich viel die klassischen Hidden Champions, die Inhaberfamilien oder familiengeführten Unternehmen, die sehr stark in der Produktion sind und jetzt aber aufgrund entweder getrieben vom Top-Management, von den Familien oder durch die Mitarbeiter, die das vom Inhaber oder der Inhaberin fordern, die jetzt sagen, okay, wir sind ja Generationen denken, wir müssen jetzt nachhaltiger werden. Wie können wir jetzt unsere Produkte langfristig nachhaltiger bauen, energieeffizienter, mehr Recycling und wie auch immer. Also da passiert, glaube ich, schon eine ganze Menge. Oder auch hier so ein Unternehmen wie Retail, wo ich jetzt auch, ich war 30 Jahre lang, also mein Leben lang eigentlich immer bei einem Telefonanbieter, ne? Und war da auch super happy mit. Und jetzt wechsle ich zu Retail, weil die halt sagen, naja, wir stecken einen Teil der Erlöse in Solarenergie und fördern das damit und sowas. Und ich sage, ja, und das möchte ich unterstützen. Ne? So. Mhm. Also da gibt's unheimlich viel, was da schon passiert. Es sind oft natürlich eher so die kleineren Unternehmen, ne? Die dann auch neu gegründet wurden oder sowas, ne? Die da besonders vorangehen, aber auch die Familienunternehmen, ja. Spannend. Wenn man jetzt eine Ebene sozusagen weiter geht, nämlich in dein eigenes Unternehmen, ja. Wie bist du da eigentlich unterwegs? Du bist ja ganz stark im Recruiting. Also wenn man HR als Ganzes sieht, würde ich sagen, dein Fokus ist Recruiting. Absolut, richtig? Ja, ist so nach wie vor. Und wie könnt ihr dort Nachhaltigkeit eigentlich berücksichtigen? Ja, also naja, das eine ist ja, wie wir arbeiten, wäre jetzt eine Möglichkeit. Ne? Wir arbeiten ja alle im Homeoffice. Es gibt kein Büro, es gibt keine Fahrerei ins Büro. Wir machen alles mit der Bahn. Es wird nicht geflogen, da gibt es eine Policy.
Und wenn wir uns treffen, versuche ich auch immer zuzusehen, dass wir in irgendwelchen Locations sind, wo veganes Essen auch angeboten wird oder auch die Location womöglich nachhaltig ist oder so. Aber das, gut, ist nochmal ein anderes Thema. Also die Art und Weise, wie wir arbeiten, wenig Verschwendung, ja, kein Luxus, kein schickes Büro mit teuren Möbeln und repräsentativ und sowas, lege ich keinen Wert drauf. Das andere ist natürlich das Kerngeschäft und da merken wir dann auch, das sollte eigentlich völlig normal sein. Also wie geht nachhaltiges Recruiting? Ich behandle meine Kandidatinnen so, dass sie sich gerne wieder bei mir melden oder mir nicht die Tür zuknallen, wenn ich mich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal bei ihnen melde. Und das finde ich total spannend, weil ich jetzt gerade zwei Fälle hatte, ich behandle meine Kunden so, dass die auch gerne wieder mit mir arbeiten und nicht die Faust in der Tasche machen und sagen, boah, der Zabrowski, der hat hier aber Knebelverträge. Verdammt, wie konnte uns das nur passieren, dass wir das abgeschlossen haben? Wie kommen wir da wieder raus? Ne? Habe ich nämlich jetzt gerade zwei Neukunden, die gesagt haben, wir haben jetzt mit Personalberatern, wir haben alles abgeschlossen oder gekündigt, weil wir haben nachher so gekotzt über diese Strafzahlung und keine Ahnung, was wir da alles machen mussten. Das gibt's halt bei mir nicht. Ne? Mhm. Und das so sollte sagen, ich arbeite so, dass deine Kunden und deine Kandidatinnen gerne mit dir arbeiten. So, nachhaltiger geht's nicht. Das ist absolut. Also ich finde, da stecken auch so andere Wahrheiten nochmal drin. Ganz grundsätzlich die Frage, wie willst du eigentlich behandelt werden? Ne? Mhm. Also behandel halt andere so, wie du möglichst selber behandelt werden willst. Und das bedeutet jetzt nicht, dass es nicht ganz schwierige Situationen geben kann im Arbeitsleben. Genau. Ne? Also als du wirst es auch schon erlebt haben. Als Dienstleister, du hast unzufriedene Kunden. Ja. Ne? Ob ja, oder das radikalste Beispiel, was mir an den Nieren geht, wenn es zu einer Kündigung kommt. Also wenn man sich von einer Kollegin, einem Kollegen trennen muss, gibt es auch unterschiedliche Arten und Weisen, das zu regeln. Ne? Das stimmt. Also, das ist natürlich ein Extremfall und es geht nicht immer gut aus, aber meine Erfahrung jetzt aus über 20 Berufsjahren als Führungskraft ist halt auch, dass meistens, wenn man das wertschätzen und fair macht und auch erklärt, man auch ganz gut auseinandergehen kann. Ne? Du musst halt auch immer, die Gründe müssen klar sein. Ne? Beziehungsweise, also ich bin ja auch so, also ich hatte es jetzt auch zwei, dreimal, ne? Auch das zweimal, dass ich gekündigt habe, weil das halt auch sich aufs Team ausgewirkt hat. Also wenn du einen hast, wo alle immer denken, boah, die Performance stimmt ja gar nicht oder whatever, ne? Dann musst du irgendwann, reicht es nicht mehr lieb und nett zu sein, weil dann leidet das ganze Team und dann leidet die ganze Company darunter. Und dann hast du auch nichts davon, ne? Und die Person, um die es geht, für die ändert sich auch, wird auch nichts besser, ne? Also von daher, dann muss man halt auch tatsächlich mal sagen, so, ich glaube, wir müssen uns trennen. Und dann bin ich bei dir, dann ist halt die Frage, wie geht das, ne? Also, so, dass der andere, der Mitarbeiter Zeit hat, sich was Neues zu suchen, ja, so, dass du im Guten auseinandergehst. Ich mache eigentlich immer, also ich habe dann eigentlich immer irgendwie was geschenkt, also jetzt nicht präsent, sondern komm, du wirst freigestellt und kriegst halt noch zwei Monate Kohle oder sonst irgendwie was, ne? Damit die Trennung halt halbwegs okay ist, ne? Aber klar, eine Kündigung ist immer scheiße, ja? Also zumindest das für den Betroffenen. Klar. Das ist so. Kann man auch nicht schönreden, aber ich habe mich halt auch in dem Moment gefragt, ja, okay, und was sagt das Team dazu? Und wenn die Hälfte des Teams dich darauf anspricht, ja, dass das so nicht mehr geht, dann weißt du, du musst handeln. Ja, ja, ist auf jeden Fall so. Jetzt sind wir, wie der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin merkt, ja, bei einer sehr, sehr, sehr weiten Auslegung des Begriffs Nachhaltigkeit. Ja. Ich finde das aber eigentlich total okay. Ja, weil, frag mich bitte nicht nach einer Definition. Nein, aber der Gedanke ist ja, also Nachhaltigkeit könnte man ja immer sagen, es geht nur um das ganze Klimathema. Mhm. Ich glaube, man kann auch sagen, Nachhaltigkeit geht darum, möglichst langfristig Geschäfte machen zu können. Und da gehört halt dieses Klimathema mit dazu. Also jetzt aus einer Business-Idee gedacht. Mhm. Ne? Es gibt auch andere private Kontexte, die jetzt hier für uns vielleicht nicht so eine Rolle spielen. Aber was mich jetzt interessiert ist, mal ganz knallhart gefragt, nimmst du jeden Kunden, jede Kundin an? Oder gibt es möglicherweise auch Themen, wo du sagst, also Branchen, da gibt es andere, die das besser können. Ja, gibt es definitiv. Ja, also ich, ist interessant, weil
nur weil ich etwas nicht kann, heißt das ja nicht, dass meine Mitarbeiterinnen was nicht können. Mhm. Ne? Also wir haben jetzt tatsächlich ein Projekt, wo ich dem Kunden gesagt habe, boah, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob wir das hinkriegen. Aber der Kunde war halt auch so verzweifelt und sagt, ja, die anderen haben auch nichts gerissen, die anderen Dienstleister. Also schlechter Witz. Meinst du das aber etwas anders? Sondern? Das ist jetzt die Frage, kriegen wir es hin? Ja. Die Frage ist ja, es gibt ja vielleicht Unternehmen, die sich selbst überhaupt gar nicht nachhaltig verhalten. Ach so, okay. Also du meinst, so eine Art ethischer Ehrenkodex, den ihr habt, wo du sagst, ist zwar ein tolles Projekt, könnten wir wahrscheinlich auch hinkriegen, aber passt einfach kulturell, inhaltlich. Ja. Hatte ich jetzt tatsächlich aktiv noch nicht. Also vor 2,5 Jahren hatten wir einen Kunden, wo ich glaube ich heute sagen würde, den würde ich nicht wieder nehmen. Mhm. Ja? Aktuell haben wir das nicht. Dann wäre es ja vielleicht so, bei so Branchen ist es ja vielleicht ganz klar. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ja, aber es ist schwierig. Ne? Jetzt würde ich sagen, ich arbeite nicht für die Automobilindustrie. Ja, mit ihren Benzinern und Dieselfahrzeugen und SUVs. Auf der anderen Seite machen die ja auch E-Autos. Also du wirst es dir schon angucken, ne? Was es da konkret ist. Und was du manchmal ja nicht mitkriegst oder was du von außen gar nicht einschätzen kannst, wie sind die Unternehmen wirklich? Ne? Also auch im Umgang mit den Kandidaten und sowas. Und da muss man halt wirklich sagen, ja, man muss es im Zweifel ausprobieren. Und dann hast du halt auch Kunden, wo du sagst, boah, das ist eine Katastrophe, mit denen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir beenden das hier bei der nächstbesten Gelegenheit. Ne? Aber jetzt so klassisch wirklich, also ja gut, Erdölindustrie. Ja, also da würde ich jetzt im Leben nicht für arbeiten zum Beispiel. Aber ne? Es gibt ja zum Beispiel auch eine große Fleischindustrie. Ne? Auch nicht. Massentierhaltung. Meine Frage zielte halt so ein bisschen darauf ab, weil das ein kompliziertes Thema ist. Also es geht in einem Unternehmen mit einer überschaubaren Größe, so wie sie bei euch ist. Ich nehme an, ihr seid so, 10, 11 Leute. Ich hätte ja gesagt, zwischen 10 und 20. Ich selbst arbeite ja in einem Konzern mit 120.000 Mitarbeitenden und da ist sozusagen diese Fragestellung immer ganz schnell sehr komplex. Ne? Also wo zieht man eine Grenze? Vor allen Dingen auch, wenn man andere Konzerne berät, die dann auch wieder sehr breit aufgestellt sind. Was du ja gerade gesagt hast, am Beispiel der Automobilindustrie, ja, die machen nicht alles gut, aber in Einzelbereichen dann wieder doch. Und also wo zieht man da die Grenze? Das ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Ja, klar. Und das ist natürlich auch, ich meine, das sind die, ihr macht dann Projekte, die sind natürlich auch ein bisschen größer. Also ihr habt auch mehr Mitarbeiterinnen, die ihr bezahlen müsst und sowas. Ne? Ich kann bei meinen 10 Leuten, ist es natürlich auch immer anspruchsvoll, die alle in Lohn und Brot zu halten, aber das klappt halt noch, ne? So ganz gut. Da kann ich auch wirklich, da sind genug gute Arbeitgeber, sag ich mal, am Markt. Aber ja, gerade wenn ich dann irgendeinen Konzernkunden habe, der dann eine Tochtergesellschaft hat, wo du eigentlich, wenn du genau hinschaust, denkst, boah, ganz ehrlich. Und da, die Frage hatte ich tatsächlich zum Glück noch nie, aber da müsste man wahrscheinlich wirklich ganz genau hingucken. Die Frage ist halt auch immer, ist das Unternehmen, ich sage jetzt mal ganz salopp, ich mache mal schwarz-weiß, ist das Unternehmen böse, aber hat ein was Gutes vor, ne? Und sagt jetzt so, wir haben es kapiert, wir sind böser, wir wollen besser werden. So, jetzt such uns mal dafür die Leute. Dann hast du natürlich immer noch die Gefahr, dass sie das nur behaupten und dann hast du die Leute eingestellt. Jetzt ne, suchst du irgendwie einen Senior-Nachhaltigkeitsmanager und der ruft dich nach 3 Monaten an und sagt, Henrik, Katastrophe, ne? Ich darf nichts machen hier und die wollen einfach nichts verändern. Oder ist es tatsächlich so, dass die sagen, ja und jetzt gib halt Gas und mach und änder was, ne? Auch das weißt du immer erst hinterher. Auf jeden Fall, aber ich finde auch, dass das ein Unterschied ist. Also nach dem Motto, das ist übrigens, sind wir eng am Thema Employer Branding dran oder was man in Stellenanzeigen reinschreiben kann, vielleicht auch sollte, nämlich nicht, dass man überall top ist, sondern dass es vielleicht auch ein paar Themen gibt, an denen man gerade arbeitet. Mhm. Und du, liebe zukünftige MitarbeiterInnen, kannst damit dazu beitragen, dass wir besser werden. Also das ist natürlich dann was, wo man ja eigentlich sagen muss, ja, okay, das sollte man vielleicht unterstützen. Ja, das ist aber halt tatsächlich, also da sprichst du dann wirklich ein Leidensthema an, also diese ganzen Nachhaltigkeitsmanagerinnen, die den Job schon ein paar Jahre machen, die sagen dir in der Regel alle, ich bin hier nur ein Feigenblatt. Mhm. Es gibt die wenigsten Unternehmen, die wirklich was verändern wollen. Mhm. Ne? Und die sind halt größtenteils echt angefressen und fragen dann, Henrik, hast du jetzt mal ein Unternehmen, das es wirklich ernst meint? Ne? Und die leben eigentlich immer sehr viel mit Kompromissen. Also die sagen, ja gut, irgendwie muss ich ja meine Brötchen verdienen und so toll ist der Arbeitgeber jetzt auch nicht. Aber
ja, ich kann wenigstens ein bisschen was bewegen. Ne? Und dann hast du halt so Unternehmen wie VD oder sowas, wo du weißt. Ja, die sind so, ne, positioniert, klar. So, genau, und da will dann natürlich auch jeder hin. Die brauchen aber auch nicht 30 Nachhaltigkeitsmanager. Nee, genau, leider nicht. Das sind halt auch 2 oder 3 wahrscheinlich nur. Habt ihr da aber inzwischen auch einen gewissen Fokus drauf, ne, bei dir? Also das ganze Thema CSR beratet ihr auch, ne? Wahrscheinlich für kleinere Organisationen. Ja, genau. Also ich habe ja eine Mitarbeiterin, die Gitte, die ja aus diesem ganzen Thema kommt, auch schon seit vielen, vielen Jahren auch Lehraufträge hat und GWÖ-Beraterin ist und sowas, und die bietet das mit an. Aber ja, da stehen wir natürlich nicht für. Also wir kriegen jetzt hier nicht 10 Anfragen am Tag oder sowas. Ne? Da gibt es, glaube ich, andere. Aber wir bieten es mit an. Und wenn jetzt ein Kunde wirklich sagt, im kleineren Umfeld, Mensch, wir würden da mal erste Schritte gehen wollen, könnt ihr uns helfen? Dann sagen wir ja, gerne. Genau. Spannend. Cool. Du, wie immer, die Zeit ist so schnell vorangeschritten. Ich freue mich, dass du im Sommer bei uns auf dem Festival sein wirst und da ja auch zu dem Thema durchaus was sagen wirst. Ne? Genau. Ich glaube, ich habe ja den letzten Vortrag dann auf der Purpose Stage am ersten Tag. Ich hoffe, dann sind nicht alle schon in Bierlaune, oder hast du schon wieder ein Heavy-Metal-Konzert geplant oder sowas? Oder was? Diesmal werden wir sowas definitiv nicht machen. Man kann nicht immer in so ein Red Race reingehen und sagen, so, wer kommt nächstes Jahr? Lass die überraschen. Ich glaube, es wird trotzdem richtig, oder vielleicht auch gerade deshalb, ein richtig schöner Abend. Mag ja nicht jeder Heavy-Metal. Ja, genau. Und der Slot ist eigentlich gut, weil am ersten Abend ja auch die Quep Awards verliehen werden. Der Slot ist dann unmittelbar quasi vom Dinner, und ich hoffe, dass wir dann einen schönen Abend haben. Also insofern geht alle zu Henrik in seine Session. Hast du dir schon überlegt, was da genau Thema sein wird? Ist ja noch ein bisschen hin. Ja, gut, also es wird einmal, es wird ein bisschen Bewusstsein schaffen, halt, darum wird es gehen, und aber auch ein bisschen rein Wein. Also es gibt ja so Studien, die halt sagen, ne, alle suchen jetzt nur noch Jobs und Arbeitgeber mit Nachhaltigkeit, aber das sind halt alles Lippenbekenntnisse. Ne, wenn das Gehalt stimmt, schon mal als Grundvoraussetzung, genau, ist man schon mal einen Schritt weiter. Ne? Genau, erstmal muss das Gehalt stimmen und so. Also, und dann werde ich halt ein paar konkrete Vorschläge machen, was überhaupt so erste Punkte sind, wo man ansetzen kann. Also kein absoluter Deep Dive, sondern erste Ideen, erste Anregungen, low-hanging fruits sozusagen, die ich ernten kann. Darum geht's. Sehr cool. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Und ja, letzte Frage wäre, gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Ich meine, du rennst ja wahrscheinlich mit sehr offenen Augen durch die Welt, schaust dir diese Themen an. Vielleicht gibt es da irgendwas. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das hier, darf man hier auch politisch sein? Ja. Also, ich habe ja diesen Slam gehabt letztes Jahr, ne? Den Recruiter-Slam, der war ja sehr politisch, und ich bin eigentlich ein total unpolitischer Mensch. Habe mein Leben lang eigentlich immer, ich war erzkonservativ, immer CDU gewählt und so. Und tatsächlich hat mich jetzt aber die letzten Monate, was hier so mit der AfD und so passiert, hat mich ein bisschen aufgeschreckt und aufhorchen lassen. Dann kam ja die Korrektivrecherche, jetzt die Demos. Und ich bin tatsächlich jetzt, weil ich gedacht habe, verdammt, du musst doch jetzt auch irgendwie praktisch was machen. Ich bin jetzt bei den Grünen. Ich bin jetzt das erste Mal im Leben in einer politischen Partei, bin bei den Grünen eingetreten, werde jetzt, nächsten Freitag haben wir Vorbereitung auf Europawahlkampf. Ich werde mich jetzt in Bergisch Gladbach in die Fußgängerzone stellen, samstags, und Europawahlkampf machen. Habe ich vorher, wenn du mir das vor 3 Jahren gesagt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Genau, es war ein Prozess, und tatsächlich war jetzt so ein bisschen diese ganzen Demos und so, haben mich inspiriert und gesagt, es geht so viel, es gibt so viel. Es gibt nicht die schweigende Mehrheit, die rechts ist, sondern es gibt die schweigende Mehrheit, die liberal und menschenoffen ist, und die jetzt auf einmal auf die Straße geht und nicht mehr schweigt. Und das muss weitergehen. Das finde ich super. Das ist was, ich glaube, das haben ganz viele Menschen immer mal so im Kopf. Ich auf jeden Fall auch. Frage ich mich dann gleichzeitig auch, wie ich das eigentlich zeitlich hinkriegen soll. Ganz andere Fragestellung, ist nämlich eine reine Frage der Prioritäten natürlich. Mhm. So, und insofern Chapeau, dass du das gemacht hast, finde ich super. Am Ende, glaube ich, gibt es natürlich politisch unterschiedliche Sichtweisen, die auch okay sind. Was nicht okay ist, ist alles, finde ich, was gegen den gesunden Menschenverstand eigentlich geht und gegen die Frage, ob man, und das hatten wir eben schon, nicht andere so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte. Damit ist schon, glaube ich, ganz schön viel gesagt. Ne? Ja, absolut. Also absolut. Alle Parteien, die das so sehen, finde ich,
tendenziell wählbar. Und wer aber Unterschiede zwischen Menschen macht, da wird es dann unmöglich. Ja, im Moment, wo wir über zwei Klassengesellschaften reden oder sowas, ja, dann wird es halt wirklich schwierig. Auch wenn sie natürlich, also dass die gelebt wird in unserer Gesellschaft, überall, das ist so, ne? Also es gibt Menschen, die Vorteile haben, auch in unserer Demokratie, und andere, die Nachteile haben, das ist so, aber wenn ich es dann auch noch forcieren will, dann wird es schwierig. Absolut. Das können wir am 5. Juni beim Bierchen weiter besprechen. Jawohl. Vielleicht haben wir aber auch schönere Themen. Ne? Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also zum Beispiel eine erste Rückschau auf den ersten Tag. Genau. Ich freue mich wirklich sehr, Gero. Ich war ja letztes Jahr auch da, zumindest einen Tag, und ja, fand es wirklich sehr cool. Super. Und freue mich, dass ich wieder mit dabei sein kann. Schön, dass du hier heute eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich sage einfach mal, bis bald. Jawohl, bis dann. Tschüss. So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt es in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.